So, heute eine große Ehre für uns in der Arbeitsgruppe Digitale Agenda der CDU-CSU-Fraktion. Wir haben Professor Dück zu Gast, eine Legende im Internet, kann man so sagen. Und wir haben schon gesprochen über das Thema Industrie 4.0. Und Professor Dück, man hat ja so den Eindruck momentan in der Politik, jeder hat für sich das Thema Industrie 4.0 erkannt und meint, er könne das jetzt alleine stemmen. Ja, die Leute diskutieren immer noch, was es ist. Also es gibt, alle Leute wissen es ungefähr, ich nicht so genau. Man kann so grob sagen, wo es hingeht, also Vernetzung von Maschinen. Und was mich ein bisschen ärgert, dass es jetzt erstmal wahrscheinlich 10 Jahre DIN-Normenschlachten und Definitionsversuche gibt, dann erstmal wieder hunderte Millionen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, was es genau sein soll. Und eigentlich könnte man anfangen mit sowas wie die Vereinheitlichung der Übertragungsprotokolle von Sensoren. Also wenn man heute zum Beispiel überall Sensoren dran baut an die Roboter und die verkehren miteinander, dann gibt es unendlich viele alte Programmiersprachen von den verschiedensten Firmen, die kommunizieren dann über Big Data sozusagen mit der Cloud. Man kann das auswerten. Und jetzt sitzen alle Leute dran und zerbrechen sich den Kopf, welche Sensoren gerade in welcher Sprache reden. Und dann hat man schon Kuddelmuddel. Und im Grunde könnte man einfach vernünftig mal so echt so hands-on im Maschinenraum unten anfangen und vielleicht mal erstmal die Protokolle alle gleichmäßig haben, Spricht da dann wäre aber schon doch viel zu tun. für die DIN-Normen. Nö, die können sich einfach ein Protokoll, also die Sensoren schicken irgendwie eine Störung und dann kommen so und so viele Bits vorher, so und so viele Bits nachher, also so bestimmte Konventionen. Und dann kann man einfach eine festlegen, fertig. Und dann nehmen alle Hersteller dieselben. Und heute kann man im Grunde Maschinen zusammenschließen, wenn sie sich irgendwie in derselben Sprache verstehen, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Oder man muss dann Sensoren von derselben Firma kaufen, weil die sich dann wieder verstehen. Und dann kommen wir in alle dieses klein, klein. Und im Grunde müsste man sich einfach mal verständigen, das generell alles vernünftig hinzukriegen. Es gibt ja sowas wie, also wenn man die Sensoren dann verstanden hat, gibt es da drüber so Layers wie Profibus oder so, da ist Deutschland relativ führend. Und dann kann man sich erstmal über diese Grundlagen Gedanken machen. Und zwar nicht, also meine ich nicht Gedanken machen, sondern einfach müsste was Man tun. muss tun, Ja, genau, ja. tun. Und Interoperabilität ist auch das Stichwort Ja. letztendlich für Industrie 4.0. Ja, Und genau. wir sehen ja momentan, dass jedes Unternehmen für sich meint, es kann alleine diesen Markt aufrollen und diese Plattformen bauen. Ein Geht nicht. Fehlglaube, oder? Geht nicht. Irgendwann, also wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich jetzt sowas wie Robobook bauen. Also so ein Facebook für Maschinen. Und dann sagt die Maschine einfach, pass mal auf, ich brauche dich und wir sind jetzt Freunde oder wir sind Halbfreunde oder du bist mein Vater oder ja, oder mein Master oder sowas. Und dass das irgendwie so vernünftig ist, dass die sich von selbst irgendwie finden. Also wo ich suche irgendeine Maschine, wo ist die im Register, suche ich bei Facebook den Freund, also bei Robobook und dann kann man das irgendwie zusammenschließen, sagt er ja, wir brauchen uns, schaltet dann aber nach 4 Wochen wieder ab, wenn wir auseinandergehen und so weiter. Und diese Infrastruktur, diese Plattformen fehlen, die haben natürlich nicht mit einer einzelnen Firma, mit einer einzelnen Industriefirma zu tun. Und das hat alles was mit übergreifenden Plattformen oder Strategien zu tun. Und man kann das entweder jetzt mal einfach mal gleich anfangen oder staatlich ein bisschen dirigieren, also einfach tun. Oder irgendwie auf das nächste Robobook aus Amerika warten. Und dann schimpfen wieder alle, wir wollen den amerikanischen Kram nicht. Ja, eine industriepolitische Aufgabe am Ende. Wie beurteilen Sie die momentane Politik, bei Industrie 4.0 doch auch sehr stark auf das Thema Forschungsförderung zu setzen, statt Unternehmen zu zwingen, gemeinsame Plattformen beispielsweise zu bauen? Ja, Forschungsförderung muss ja nichts tun, nur Geld geben, damit sind alle zufrieden. Also die haben dann alle ihren Job, können forschen und dann haben sie wieder Zeit, ja, alle haben Arbeit, ist gut. Die Politiker können das für diese Legislaturperiode vergessen. Ich finde, man muss jetzt in einem Umschwung, also wo die Welt sich inhaltlich ändert, muss auch die Politik jetzt irgendwie mal inhaltlicher agieren. Also die muss jetzt mal in der Sache was tun und in der Sache auch was entscheiden. Sie kann nicht einfach irgendwo durch Geldvergabe irgendwas machen. Also diese ganze Konjunkturpolitik oder Schulden aufnehmen oder nicht aufnehmen, hat was damit zu tun, dass die Politik Konjunkturwellen ausgleicht. Und solche Konjunkturwellen haben wir nicht mehr. Also praktisch, wir haben jetzt eine vollkommene Umorientierung der Welt und die muss irgendwie auch in der Sache betrieben werden. Das heißt, die Politiker müssen jetzt auch Richtungsentscheidungen in der Sache tun. Und eine wäre eben sich zu überlegen, dass es viele neue Infrastrukturen gibt, die heute entstehen. Also nicht nur das Glasfasernetz, also auch das Bei für Industrie Infrastruktur 4.0. denkt man ja immer an Hardware, aber Infrastruktur ist viel mehr als Hardware. Ja, ich meine, man muss sich ja, wenn selbstfahrende Autos kommen, muss ich ja mich auf ein Funknetz von Funk
Verkehrsschildern, Regeln und so weiter. Also ich muss auch beliebig viel dann auch bauen oder denkerisch vorbereiten. Dann habe ich die ganze Industrie 4.0, wie die Maschinen miteinander interagieren und so weiter. Und das muss in der Sache beschlossen werden. Und ich gehe jetzt durch alle möglichen Industrieunternehmen, die sagen, wie begegnen wir dem Wandel? Und dann muss man irgendwie so von oben herab sagen, man kann gar nicht als einzelnes Unternehmen dem Wandel begegnen, weil das eine Aufgabe der ganzen Industrie ist. Und dann auch eher der Politik. Also weil zum Beispiel sowas wie ein Daimler kann nicht einfach hergehen und sagen, wir machen die Straßen jetzt neu. Ja. Also das ist dann schon ein größeres Problem. Ja. Oder eine einzelne Maschinenbaufirma Siemens kann nicht beschließen, wir machen jetzt die Sensornetzwerke so und so. Mhm. Und ich denke, dass wir so vielleicht wieder mal nachdenken könnten, wie in Japan früher, dass man sagt, wir gehen in Kameras, Autos und so weiter, dass die Regierung sagt, wir gehen da rein und wir bauen mit an den Infrastrukturen, also nicht das Geld geben, sondern echt die man muss das juristisch und gesetzgeberisch und so richtig hinkriegen. Und dass der Standard dann in einer gewissen Weise offen ist, so wie das Benutzen der Bürgersteige. Ja. Ja? Später, also früher war das so, dass die Bürgersteige umsonst sind. Die Toilettenbenutzung war mal umsonst, das kostet jetzt Geld. Also wenn die Struktur gut verstanden ist, kann man ja hinterher dann wieder Geld, Preise dran schreiben. Aber so für die erste Zeit wäre es ganz gut, wenn es einfach frei aufgebaut würde. Und dass die Unternehmen aufhören, sich auf Infrastrukturbasis zu belauern und in Wettbewerb treten zu wollen, sondern die sollte man einfach komplett öffnen und dann losmachen. Das hat so ein bisschen beim Internet eigentlich funktioniert. Ja. Das ist also der Fall, wenn wir über das Connected Car zum Beispiel reden, das BMW, das Daimler, das Audi, das Opel, jeder sagt jetzt, wir bauen die führende Plattform und die ist ihre eigene Plattform. Ja, weil wir für das Verkehrssystem, worauf das dann baut, also wenn denn selbstfahrende Autos kommen, also welche von Apple und Google und so weiter, die müssen natürlich dann ein gemeinsames Verkehrssystem haben und dann hinterher, also wenn der Gesetzgeber jetzt lange zuguckt, dann haben wir 10 verschiedene Systeme, die dann alle miteinander im Wettbewerb stehen und dann soll der Gesetzgeber den gordischen Knoten legen und dann sich für eins entscheiden. Dann haben Sie wieder die Lobby hier im Haus und dann streiten Sie sich und Sie verlieren die ganze Zeit. Also praktisch, wenn man wartet, dass sich das erstmal so verknotet, dann muss man es ja auch wieder entknoten und dann wäre es besser, bevor sich das verknotet, dass man einfach sagt, so und so sollen die Strukturen sein. Ja, deshalb arbeiten wir auch gerade an einer Initiative zur digitalen Straße, um Standards vorzugeben, Funkstandards, Datenfelderstandards, alle diese Dinge, eine Infrastruktur zu bauen, Daten zu aggregieren, um genau das zu machen und damit auch einen Standard vorzugeben. Aber auf der Industrieseite, ich glaube, wenn jeder Hersteller seine eigene Plattform baut, das wird nicht funktionieren, dann wird am Ende die Google-Plattform im Auto sein. Man kann natürlich so vielleicht mal in Ferienorten anfangen mit selbstfahrenden Taxis, die nur 30 Stundenkilometer fahren, so dass man so zum Skilift und irgendwie zum Essen und abends wieder nach Hause zum Hotel gebracht wird und dann könnte man ja so in so ganz kleinen Enklaven mit relativ harmlosen Autos, die einfach echt nur 30 fahren, Elektro und so weiter, dass man das mal ausprobiert, wie so ein selbstfahrender Verkehr wäre und ich könnte es mir sogar vorstellen, wenn man so eine Mustergemeinde hätte, dass man da auch echt Geld mit verdient und auch Touristen anlockt, die dann wirklich auch was trinken können, müssen sich um Parkplätze nicht kümmern und so weiter. Und im Grunde fehlt das der Politik. Sie wollen immer als Juristen sozusagen mehr das als Bundesgesetz haben und streiten sich dann schon, ob das alle Länder dann machen müssen und die Kommunen. Und dann geht das alles hin und her. Und auf die Idee, dass ich einfach mal so eine 20.000 Seelengemeinde nehme, so in Alpennähe und mache einfach so ein kostenfreien Runddienst und probier das mal, darauf kommt keiner. Naja, wir haben die Idee entwickelt, eine etwas größere Gemeinde, aber so viel auch nicht dafür zu nehmen lassen, aber das ist noch nicht kommuniziert. Es wird aber kommen und wir haben das Testfeld auf der A9, wo man Dinge ausprobieren kann, dann auch in Echtzeit im Regelbetrieb. Zum Abschluss vielleicht die drei Punkte, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, was würden Sie der Politik raten? Sagen Sie mal so, was würden Sie Frau Dr. Merkel raten, wären drei Dinge, die man jetzt sofort machen müsste? Also jetzt sofort das Internet ausbauen, da war ich jetzt schon lange vom IT-Gipfel bei der Vorbereitung und habe, ich glaube, Frau Merkel und den Wirtschaftsminister Gloß dazu gebracht, das Internet auf jeder Hallig und in jede Berghütte zu versprechen. Das ist so 2008 oder 2007. Und das wird jetzt jedes Jahr versprochen und das finde ich nicht in Ordnung. Es kostet immer noch 60 Milliarden und die würde ich raushauen und sage immer, bitte, es kostet nur so viel wie eine halbe Bank retten. Und dann, wie gesagt, muss man nachdenken über diese Sensorplattformen, das sind die nächsten Plattformen, die würde ich irgendwo
anträgern, also das mit namhaften Herstellern, aber sie sollen sich gefälligst auch schnell auf einen Standard einigen. Und dann würde ich jetzt Industriepolitik bestreiben, also zu sagen, auch welche Industrien wir haben wollen, welche nicht. Also ich muss irgendwie vielleicht mal einen Punkt machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wird immer gefragt, was kann ich für unsere Strukturregion machen? Kann eine ganze Universität für Verfahrensforschung, für Materialien, für 3D-Drucken machen. Also kann heute nur Plastik verwursten und Titan gut drucken, also kann man aufsprühen. Und es gibt Tonnen voll Materialien für die nächste Industrierevolution, also auch für 4.0. Man fehlen einmal aber die Kenntnisse, was man eigentlich drucken kann und wie und so weiter. Und da könnte ich eine ganze Universität zum Beispiel hinbauen. Und das ist eine Sachentscheidung. Das fällt jetzt nicht einem Rektor von selbst ein, einfach mal so einen großen Klotz dahin zu stellen. Das muss man irgendwo mal einfach mal wollen und beschließen. Ich glaube auch, dass das bei der Bevölkerung gut ankäme. Ja, spannend. Also beim Breitbandausbau haben wir uns verpflichtet, im Koalitionsvertrag bis 2018 das Ziel zu erreichen. Wir pumpen jetzt eine Reihe von Milliarden da rein. Wollen wir mal gucken. Ich bin zuversichtlich, wir können das erreichen. Die anderen Punkte nehmen wir auf. Und also vielleicht noch einen. Ja. Ich würde, da kämpfe ich selber dafür. Ich habe, kann man im Internet nachgucken, Wiki of Music. Wir wollen gerade alle Noten, Musiknoten frei ins Internet stellen, soweit es geht, und die rechte Klärung machen und so weiter, Komponisten darstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man viele andere Infrastrukturen, also alle Dramen, alle Fernsehsendungen, alle Theateraufführungen, alle Opernaufführungen, alle Tiere, Pflanzen mit Videos, einfach eine große Massenbewegung auch an Schulen hochfährt, dass sie so eine Art Mega-Wikipedia herstellen, wo das alles rechtefrei drauf ist. Und dann, glaube ich, ändert sich auch die Bildung. Also wir pumpen jetzt immer Geld in Bildung, das ist nicht der Punkt. Es ist auch blödsinnig, Tablets an Computer zu verteilen, an Schulen zu verteilen, weil mit den Tablets ja noch nichts gemacht wird. Und eigentlich fehlt sowas wie normal, umgänglich, rechtefreies Material, wo kein Lehrer jetzt irgendwo halbwegs im Gefängnis stehen muss. Und wenn man es einfach so hinkriegt, so sehr, sehr viel Kulturgut einfach nochmal digital abzubilden, also unabhängig jetzt von Leitungen bauen, dann würden die Leute von selbst sich bedienen und dann würde das Umdenken von selbst stattfinden. Eine große Aufgabe. Das obliegt den Ländern, muss man sagen. Das liegt den Ländern. Aber wir haben im Bundestag gerade beschlossen, dass die Länder einen Staatsvertrag zur digitalen Bildung machen sollen. Wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich die Hardware-Infrastruktur und wir brauchen die Lernressourcen. Ja. Nee, man kann natürlich fragen, gilt der erfüllt ZDF, ARD noch das, was im Staatsvertrag drinsteht und orientieren Sie sich noch an dem ursprünglichen Sinn, was da drinsteht, also das Volk zu bilden, ja, und gehört Tatortdrehen dazu. Und ich meine, ich habe jetzt einfach mal so naiv gesagt, können wir nicht einfach alle Kinderfilme, so Jim Knopf und Kater Mikisch und so weiter, frei ins Internet stellen oder meinetwegen gegen eine Gebühr, das ist egal, und dann hätte ich im Grunde schon so viel wunderbare Bildungsmaterialien, dass ich ein Kind bis 18 Jahre hochziehen kann, ohne dass es irgendeinen Trash sehen muss. Also es ist ja wertvolles Kulturgut da. Mal ja? gucken, und das ob ihr da alles so schlummern und verkümmern. Mal und gucken, ob ihr Kind sich auch für die trashfreie Entziehung entscheiden wird. Herr Professor Dück, ich danke Ihnen für den Impuls. Sie sind morgen der Eröffnungsredner bei der Republika. Wir sind nicht so indiskret zu fragen, was Sie da sagen wollen. Wir sind aber alle gespannt und werden dem andächtig lauschen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch hier mit unserer Arbeitsgruppe.